Mein Name ist Katharina Aden. Ich bin Professorin an der HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft, im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und unterrichte dort Corporate Finance als auch Blockchain Development, also Anwendungen der Blockchain-Technologie für Unternehmen. Darüber hinaus bin ich im Vorstand des Bundesverbandes Blockchain. Weiterhin bin ich Beirat in der DigiHub-Initiative der Bundesregierung Deutschland. Und darüber hinaus bin ich auch noch Gründerin eines Startups, das Blockchain-basierte Lösungen für die Immobilienwirtschaft bearbeitet. Das sind, ich würde sagen, zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Unternehmertum ist ein sehr weit gefächerter Begriff, aber alle unsere Prozesse und die Art und Weise, wie wir miteinander zukünftig arbeiten werden, werden durch die Blockchain-Möglichkeiten, die sich immer mehr herauskristallisieren und zeigen, große Veränderungen und Umwälzungen in den Abläufen, in den Prozessen der Unternehmen hervorrufen. Und aus diesem Grunde wird jeglicher Entrepreneur als aber auch existierendes Unternehmen von dieser Technologie beeinflusst werden. Mal mehr, mal weniger, aber die Beeinflussung erfolgt. Blockchain, vielleicht als allererstes, um so ein bisschen die Scheu zu nehmen, ist eine Technologie, die sich eher auf das Backend konzentriert, im Sinne von, wie sichere ich die Daten, was mache ich da. Wenn wir den vorderen Teil, also sprich das Frontend nehmen, müssen wir uns überlegen, für welche Prozesse lohnt es sich und welche Prozesse mache ich netter, schlanker, userfreundlicher. Also es sind zwei Ebenen, auf die wir diese Technologie anwenden können, in dem Gesamtkontext der Umwelt und der Technik an sich. Bitcoin ist eine erste Anwendung oder die erste Anwendung auf der Blockchain überhaupt. Und die hat die Fantasie von allen Entwicklern, Developern, Businessmakern, Entrepreneurs beeinflusst und geprägt in die Phasen, die wir jetzt heutzutage sehen. Das heißt, diese erste digitale Währung, die tatsächlich nur Währungseinheiten von einem Konto zum anderen transferiert, hat sozusagen eine Kaskade, einen Ketteneffekt ausgelöst, wo man sagt, wow, welche Möglichkeiten sind dort vorhanden? Und die Assoziation Blockchain gleich Bitcoin greift viel zu kurz. Blockchain kann erheblich mehr und wird es auch demnächst zeigen. Erfahren können Sie zum einen, Sie dürfen mich löchern, alles was das Thema Blockchain und Business Development anbelangt. Sie können hinterfragen, was mache ich, wenn ich eine Idee habe, wie entwickle ich das? Ich werde demnächst, also ich werde auf dieser Veranstaltung vorstellen, wie kann man von einer Idee über einen Prototypen dann in den Startup-Bereich wirklich hinein, also zum Entrepreneur werden. Dazu hole ich mir einen Co-Moderator dazu, der tatsächlich in einem existierenden Startup im Silicon Valley tätig ist, dort als VC Finance seinen Tätigkeitsbereich hat und der uns Einblicke zeigen kann und mit uns diskutieren kann, was passiert eigentlich im Silicon Valley. Und somit haben wir von der Theorie, die ich in diesem Falle dort bei Ihnen dann verkörpere, bis hin zur praktischen Anwendung dieses Kaleidoskop geschlagen. Und das können die Besucher dieses Workshops nutzen und ihre Fragen stellen. Sie sollen kommen, weil sie neugierig sind. Sie sollen kommen, weil sie neue Ideen oder Inspirationen vielleicht bekommen möchten. Sie sollen kommen, weil sie auch eine gewisse Bestätigung ihrer eigenen Vorstellung vielleicht erhalten wollen und sagen, ja, das, was ich mir denke, der Weg ist richtig und aus diesem Grunde, ich traue mich jetzt einfach. Und dieses ich traue mich einfach, das ist das, was ich gerne bestärken möchte. Wir sind in unserem Land mit viel zu wenig Gründerdasein ausgestattet. Das muss gestärkt werden. Also, ich freue mich. Kommen Sie zur Veranstaltung und ich stehe für jede Frage zur Verfügung.